das, was man weiß, ist, dass beim FC Bayern ungefähr ein Verlust von 4 Millionen Euro pro Spiel ohne Zuschauer war. Bei Stuttgart waren es ungefähr 2 Millionen. Also da weiß man ungefähr, in welchen Dimensionen man sich bewegt. Wir hatten ja die letzte Saison fast komplett Geisterspiele. Dann kann man das eben mal 17 rechnen. Und das ist natürlich wahnsinnig viel Geld. Horst Held wird es bewerten können. Da waren die Planungen im Sommer optimistischer. Und dann stand man nachher ohne diese einkalkulierten Zuschauer da. Ich glaube, 10.000 hatte der SC Köln damals kalkuliert. Und am Ende waren es eben ein paar hundert und dann gar keine mehr. Das Problem, was ich sehe, ist, dass es immer vermischt wird, aus einem gewissen Verständnis. Also es gibt die wirtschaftliche Problematik, wir brauchen eigentlich jeden Zuschauer. Und dann wird gesagt, naja, das ist ja auch alles ungefährlich, also lasst die alle rein. Und das war ja jetzt am Wochenende der Fall. Und das finde ich, die Argumentation, da gehe ich nicht mit. Und es gibt, ich hole ein bisschen aus, es gibt eine Studie der DFL, die hat das ja vehement verteidigt. Es gab eine zur Länderspielpause im September. Da gab es, also, soweit ich weiß, 6 Nachverfolgungen von allen Spielen. Und dann gab es eine im Oktober in der Länderspielpause, da gab es, glaube ich, 9. Also im Prinzip, weil die, die im Stadion waren, waren ja auch die, die angereist sind und in Kontrollen standen, keine Infektionsfälle im Stadion. So, und das war im Prinzip die Bewertung, warum Christian Seifert gesagt hat, das ist alles Unsinn, lasst uns die Zuschauer ins Stadion gehen. Jetzt ist aber die Situation natürlich völlig anders, weil wir haben jetzt 6-mal so viele hohe Infektionszahlen. Und ich meine, das sieht man ja auch im Bekannten- und Kreis, jeder steckt sich irgendwie an, selbst wenn er geimpft ist. Und da ist mir der Fußball, die Bundesliga, zu passiv, aus den wirtschaftlichen Gründen heraus. Ich finde, das sind die falschen Bilder, wenn man das sieht, was an der Alten Försterei jetzt war, mit 2G, also ohne, dass die getestet waren. Das passt nicht ins Bild, wenn 2 Tage vorher der regierende Bürgermeister von Berlin darüber klagt, dass sämtliche Intensivstationen in Berlin überfüllt sind. Ja. Das ist nicht so einfach. Ja, also das ist so leicht dahergeredet. Ja, ja. Jetzt nehmen wir dem BVB als Aktiengesellschaft halt. Ja, wenn die dann sagen, okay, das ist gesetzlich alles noch einmal frei, wir können volle Stadien haben und die Verantwortlichen sagen, okay, wir machen aber nicht, und damit einen wirtschaftlichen Schaden herbeiführen, dann können jeder Aktionär des BVB kann die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, bis hin zur persönlichen Haftung. Also so einfach zu sagen, wir gehen jetzt mal einen Schritt nach vorne, ja, das ist nicht, wenn das nicht verankert ist, dass das vorgeschrieben wird, dann kann ein Verantwortlicher das nicht einfach so machen, einen wirtschaftlichen Schaden absichtlich verursachen. Ja. Da kann jeder Aktionär den Herrn Watzke mal kurz zur Rechenschaft ziehen halt und das verklagen. Genau, ja. Der Punkt, den das muss man schon alles auch bedenken, wenn man sowas fordert, wenn man sowas mit gutem Beispiel vorangeht. Das ist nicht so einfach.